Der Bachelor ist eines unserer Produkte für Menschen, die das Abitur haben und für Menschen, die kein Abitur haben. Denn das Niedersächsische Hochschulgesetz ist dahingehend geändert, dass man mit einer entsprechenden beruflichen Erstausbildung und 3 Jahren Berufserfahrung ebenfalls ein Studium in Niedersachsen aufnehmen darf. Wir wissen dann natürlich, dass Sie viele Themen in der Mathematik nicht während Ihrer Schulzeit hatten. Und deshalb bieten wir dann entsprechende Brückenkurse an. Wir unterstützen Sie dabei, dass wir Sie auf das Abiturniveau bringen, damit Sie den Bachelor auch bei uns schaffen. Wann immer Sie Schwierigkeiten haben, in der Regel ist das Mathematik und Statistik, unterstützen wir Sie und holen Sie dort ab, wo Sie stehen. Das ist uns ganz wichtig. Sie können bei dem Bachelor wählen zwischen einer 8- und 6-semestrigen Variante, je nach Ihrer beruflichen Belastung. Bei der 8-semestrigen Variante fallen Studiengebühren in Höhe von 248 Euro an. Bei der 6-semestrigen Variante 330,67 Euro monatlich. Beide Varianten sind in der Endsumme mit 11.904,30 Euro Gesamtstudiengebühren veranlagt. Sie sollten sich sehr genau überlegen, welche Variante Sie möchten. Gleichwohl, ich habe vorhin gesagt, wir studieren individuell. Das bedeutet, Sie können auch zwischen den Varianten wählen. Wenn Sie zunächst sagen, gut, ich habe sehr viel Zeit, ich habe einen Teilzeitjob und kann die 6-semestrige Variante wählen und es ergibt sich, dass Sie beruflich sich verändern und dann entsprechend nicht mehr so viel Zeit haben, lassen wir Sie selbstverständlich auch in die 8-semestrige Variante. Die Beginntermine im Fernstudium sind über alle Fernstudiengänge gleich. Wir starten 4-mal im Jahr. Wir starten im Januar, April, Juli und im Oktober. Sie können selbstverständlich, wenn die berufliche Belastung es nicht mehr zulässt, dass Sie das Fernstudium weitermachen können, den Vertrag semesterweise ruhen lassen. Sie dürfen während des Ruhen des Vertrages immer an den Präsenzphasen teilnehmen. Sie dürfen selbstverständlich auch sich die Fernlehrbriefe des Semesters anschauen, in dem Sie stehen geblieben sind und immer der Semester, die unter Ihnen liegen, die Sie bereits abgeschlossen haben. Alles ist für Sie im internen Bereich zugänglich, damit Sie jederzeit sich wieder auf den Stand setzen können, dass Sie das Fernstudium fortsetzen. Die PFA arbeitet mit unterschiedlichen Institutionen zusammen, wie den IHKs, wie den Berufskollegs, wie VWAs und hat hier schon umfangreiche Anerkennungen geprüft und denen auch stattgegeben. Wir bieten beispielsweise den Betriebswirten IHK, die also eine IHK-Fortbildung erfolgreich abgeschlossen haben, die Möglichkeit, in das 3. Semester unseres 8-semestrigen Studienganges Bachelor einzusteigen und damit 1 Jahr an Studienzeit und Studiengebühren einzusparen. Die umfangreichen Anerkennungen, das ist nur ein Beispiel davon, finden Sie auf unserer Homepage, wo Sie eine Liste, ich glaube, es sind mittlerweile 200 Anerkennungsmöglichkeiten, durchgehen können, um zu gucken, ob Ihre Fortbildung dort bereits geprüft worden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, mailen Sie mich einfach an und ich überprüfe dann eine Anerkennung, indem ich mich mit der Institution, bei der Sie die Fortbildung abgeschlossen haben, in Verbindung setze, mir die Rahmenstoffpläne schicken lasse, Klausurbeispiele schicken lasse, mit den Verantwortlichen spreche und dann gucken wir, welche Anerkennung wir dann bei Ihnen erfolgreich umsetzen können. Hier ist noch ein Beispiel, der Wirtschaftsfachwirt der IHK ist von uns geprüft und steigt beispielsweise in das 4. Semester ein. Somit wird ihm von dem 8-semestrigen Bachelorstudiengang werden ihm 1,5 Jahre an Studienzeit und Studiengebühren anerkannt. Schließlich die VWA-Abschlüsse. Wir sehen hier, die VWA Göttingen steigt beispielsweise in das 5. Semester ein und kann somit, wenn ich ein VWA-Absolvent Göttingen bin, kann ich in 2 Jahren den Bachelorstudiengang und in dem 6-semestrigen sind es sogar 1,5 Jahre, kann ich dann entsprechend den Bachelor abschließen. Hier ist er, der Bachelor. Wie sieht er aus? Wir haben im 1. bis 3. Semester die sogenannten Fundamentals.
Für alle, die keine Fortbildung haben, die müssen wir erstmal abholen in der Betriebswirtschaftslehre. Das heißt, es gibt eine Einführung mit grundlegenden Begriffen in die Wirtschaftswissenschaften, sei es die Produktivität, die Liquidität, was ist eine Bilanz. Das sind alles Themen, die geklärt werden müssen, bevor wir uns den tiefer gehenden Themen zuwenden. Neben diesen Fundamentals gibt es dann vom 4. bis 5. Semester sowas wie Managementlehre, Unternehmen als soziale Systeme, wo wir uns beispielsweise angucken, was ist Organisationsentwicklung, wie funktioniert das, dass ein Unternehmen zu einer lernenden Organisation wird, abgerundet durch das Thema Psychologie. Wenn Sie dieses 5. Semester erfolgreich abgeschlossen haben, dann wählen Sie zu den Klausuren im 6. Semester Ihren Studienschwerpunkt. Das heißt, Sie bekommen von uns über alle Studienschwerpunkte, die wir haben, die Fernlehrbriefe geschickt und können in Ruhe von zu Hause aus auswählen, ob Sie sich für den branchenorientierten Studienschwerpunkt Wirtschaftsprüfung, Dienstleistungsmanagement, industrielles Produktionsmanagement, Tourismusmanagement, Sport- und Eventmanagement oder Retailmanagement entscheiden möchten. Das ist ein Studienschwerpunkt aus der Branche, den Sie wählen müssen. Daneben haben wir die Funktion Logistik Supply Chain Management, Human Resource Management, Marketing Vertrieb, Konzernrechnungslegung und Wirtschaftsinformatik. Sie wählen einen Studienschwerpunkt aus der Branche und einen Studienschwerpunkt aus der Funktion. Darüber hinaus wählen Sie einen dritten frei hinzu. Es kann ja sein, dass jemand im Bereich industrielles Produktionsmanagement sich tiefergehend informieren möchte über das Human Resource Management und Marketing Vertrieb. So kann er sich in einer Branche auf zwei Richtungen spezialisieren. Oder wir haben Studierende, die sagen, ich möchte in der Konzernrechnungslegung meinen Fokus setzen, möchte dann aber zwei Branchen kennenlernen, zum Beispiel das Dienstleistungsmanagement und Retailmanagement. Beide Varianten sind möglich. Sie wählen eine Branche, Sie wählen eine Funktion und wählen frei aus der Branche und der Funktion entsprechend hinzu. Wenn Sie das 7. Semester mit Ihren Studienschwerpunkten erfolgreich abgeschlossen haben, dann kommt sozusagen der Showdown im Studium, dann schreiben Sie die Bachelor-Thesis. Die Bachelor-Thesis schreiben Sie bei einem der Professoren, die wir an der Hochschule haben. Diese Bachelor-Thesis ist sozusagen das Ende, das Highlight Ihres Studiums und wird abgerundet durch ein Kolloquium, wo Sie dann 30 Minuten mit zwei Professoren über Ihre Arbeit diskutieren können, über betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Und wenn das geschafft ist, dann sind Sie Bachelor, der befähigt für den mittleren Führungsbereich. Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann können Sie selbstverständlich einen Master noch anschließen. Aber da sind wir noch nicht. Wir gucken mal weiter. Sie haben insgesamt im Bachelor 17 Klausuren zu absolvieren. Diese 17 Klausuren, dazu kommen hauptsächlich freiwillige Einsendeaufgaben. Dazu kommt eine Hausarbeit während des Studiums. Diese Hausarbeit soll Sie auf die Bachelor-Thesis vorbereiten. Hier üben Sie quasi das wissenschaftliche Arbeiten, bevor Sie dann an den Abschluss Ihres Studiums sich an die Thesis wagen. Die Soft Skills, die wir curricular im Fernstudium anbieten, sind das Selbstmanagement, Zeitmanagement, das Team- und Konflikttraining, die Moderation, Präsentation, Gesprächs- und Verhandlungsführung und gegen Ende Ihres Studiums das Persönlichkeitsmanagement. Hier soll man nochmal gucken, wo stehe ich, wo will ich hin mit meinem Studium. Wir machen ein Bewerbungstraining, wir bestimmen quasi Ihren Status quo und wir überlegen gemeinsam, wo es dann mit Ihrem Bachelor nach Abschluss des Bachelors beruflich die Reise hingehen kann. Die Präsenzphasen, die freiwillig sind, Sie aber dennoch nutzen sollten, um auch mit Studierenden und Dozenten, Professoren ins Gespräch zu kommen, finden in der Regel in der Zeit von Freitag bis Sonntag statt, wobei wir den Fokus auf den Samstag und Sonntag legen möchten. Und Sie sehen hier Beispiele, die wir nicht im Detail durchgehen möchten, Beispiele von Präsenzphasen. Wir fangen an mit Mathematik. Sie haben im ersten Semester die Mathematikklausur vor sich und weil wir wissen, dass das in der Regel ein Fach ist, wo viele Studierende Respekt vorhaben,
bieten wir hier 3x8 Stunden Coaching an, um Sie abzuholen. Darüber hinaus haben wir eine E-Learning-Einheit, einen Film, wo Sie die Grundlagen der Mathematik nochmal beigebracht bekommen. Diesen Film können Sie jederzeit unterbrechen und anhand von Übungsaufgaben feststellen, ob Sie den Stoff verstanden haben. Wenn Sie sich den Film angeschaut haben, gehen Sie in die Präsenzphasen. Dann ist es natürlich wichtig, dass Sie vor den Präsenzphasen einen Blick in die Fernlehrbriefe geworfen haben, damit Sie auch entsprechend mit dem Dozenten den Präsenztag gestalten können. Bei der Statistik ist es ebenfalls so. Auch hier bieten wir 3 Tage Präsenzphasen an, um Ihnen den Einstieg in das Fach zu erleichtern. Bei der Buchführung gehen wir davon aus, dass ein Präsenztag und eine Online-Veranstaltung ausreichend sind, ebenso wie bei der Kosten- und Leistungsrechnung. Weitere Fächer sind zum Beispiel Recht. Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass Präsenzphasen nicht unbedingt gewünscht sind. Das bieten wir aber an auf Nachfrage. Ansonsten gehen wir davon aus, dass die Online-Veranstaltung mit unserem Professor Rolfing hier ausreichend ist. Hier haben wir das 4., 5. und 6. Semester. Wir werfen nochmal einen Blick in das 6. Semester. Hier haben wir einen unterschiedlichen Potpourri an Angeboten. So ist beispielsweise für Logistik oder für Human Resource Management eine Präsenzphase angeboten, während zum Beispiel Konzernrechnungslegung als E-Learning-Film läuft und Wirtschaftsinformatik ist schon des Längeren eine Online-Veranstaltung mit unserem Professor Schüle. Selbstverständlich bieten wir immer Präsenzphasen, Face-to-Face-Unterricht an, wenn Ihnen der Film oder die Online-Veranstaltung nicht ausreichen. Aber wir wollen Sie natürlich so durch Studium führen, dass Sie Beruf, Familie und Studium optimal vereinbaren können. Und deshalb bieten wir Ihnen auch unterschiedliche Möglichkeiten zu lernen, ob als Online-Veranstaltung, als Film oder als Präsenzphase. Schließlich im 8. Semester das Persönlichkeitsmanagement und dann müssen Sie, egal wo Sie studieren, ob in Amerika, Dubai, China oder in Deutschland irgendwo, einmal müssen Sie zu uns an die schöne Hochschule nach Göttingen kommen und das ist das Fachgespräch mit den 2 Professoren, das Kolloquium, wo Sie die Thesis vorstellen und dann entsprechend in die betriebswirtschaftliche Diskussion gehen. Die Klausuren sind immer ähnlich geplant. Sie kriegen einen Klausurenplan und können Ihren Urlaub schon entsprechend vorausplanen, weil Sie wissen, die Mathematik als Beispiel wird 4-mal im Jahr angeboten und diese Termine sind immer im Dezember an einem Freitag, im Februar an einem Samstag, im Juni an einem Freitag und im August an einem Samstag. Und das bleibt während Ihres ganzen Studiums so, dass Sie wissen, Sie haben im Dezember, im Februar, im Juni und im August die Möglichkeit, Ihre Klausuren bei uns an der Hochschule zu schreiben. Wir korrigieren die Klausuren innerhalb von 8 Wochen, sodass Sie sich dann auch rechtzeitig zu den Wiederholungsklausuren anmelden können. An uns soll es nicht liegen, dass Sie es schaffen, Ihren Bachelor in 6 oder 8 Semestern abzuschließen.